Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Heute sind 75 plus Player Picks rausgekommen. Die habe ich letzte Woche schon geöffnet und die waren mies gut. Ich hatte mies Pack Luck. Wir gucken, ob sie immer noch so gut sind wie letzte Woche. Diesmal zum Food Centurion Team 2. Wir haben Musiala, wir haben De Bruyne, wir haben Eusebio Icon. Man kann alle Spieler aus diesen Packs ziehen und diese Packs werden auch mein Team bestimmen. Das heißt, alle Packs, die ich ziehe, gehen am Ende des Tages in mein Team. Ich bin gespannt, was wir für ein Team aufbauen werden und ja, ich hoffe ein paar gute Spieler, sonst ist es ein Bruch. So, das Team ist gerade noch leer. Ich bin gespannt, wer der erste Spieler wird. Deswegen drücken wir L2, scrollen nach oben, gehen hier einmal in den Shop und da sehen wir schon, dass wir uns noch um einige Gegenstände kümmern müssen. Das sind nämlich die Picks, die ich hier abgeschlossen habe. Ich würde sagen, wir fangen an mit Pick Numero Uno und Botman ist ein 83er, ist ein Innenverteidiger. Ich würde sagen, der kommt schon mal ins Team. Ist aber nicht so gut, leider. Oh Gott, und das Ding ist, ihr wisst, bei mir ist es so, der erste Spieler ist immer unser Kapitän. Das heißt, der Mann zieht die Kapitänsbinde an. 2000er Jahrgang. Junger Mann, der das heute in die Hand nehmen muss. Bin ich mal gespannt, wie er das machen wird. Gehen wir rein, Pick Nummer 2. Bisschen besser als Botman, bitte. Schlechter als Botman. Diego Carlos wäre eigentlich geil. Hätten wir eigentlich einen guten Innenverteidiger, aber ich gehe auf Nummer sicher mit dem Torhüter und nehme Lopez mit. Dann haben wir schon mal einen sicheren Torhüter aus der Ligue 1. Dann wissen wir auch, in welche Richtung wir ungefähr gehen müssen. Und genau deswegen tun wir ihn auch hier auf die Torhüterposition. Zack, 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 bub. Damit wir hier sicher hinten drin stehen können. Ich habe gar keinen Bock hier am Ende mit so einem Noob-Team zu spielen. Deswegen muss da was kommen. Da muss was kommen. Nächster Pick, Freunde. Pick Nummer 3. Und ich sag's immer wieder, diese 75 plus Picks sind's einfach. Sie sind's einfach. Was ist los? Ich hoffe, ich habe ihn nicht als untrade, aber ich glaube, ich habe ihn tradable und kann ihn jetzt verkaufen. Ich muss einmal kurz ein Bild machen davon, weil diese 75 plus Picks es einfach sind. Ich sag's euch immer wieder und ihr glaubt mir nicht. Ihr glaubt mir nicht. Eder Militao, bitte hatte ich ihn tradable, bitte tradable, bitte tradable und ja, ich hatte ihn tradable. Geil, wie viel kriege ich für ihn? Lass mal direkt nachschauen. Ich hatte ihn für 133k gekauft und der Markt ist gerade so krass gecrashed, dass man nur noch 73.500 Münzen für ihn bekommt. Das ist echt hart, ne? Und wir haben den nächsten Innenverteidiger. Dann war es ja gerade perfekt, dass wir einen Torhüter mitgenommen haben und nicht den zweiten Innenverteidiger direkt. So steht das Dreieck. Drei verschiedene Ligen. Premier League, La Liga, Ligue 1. So, das heißt, jetzt wissen wir, in welche Ligen wir gehen müssen und wie wir Chemie bekommen. Zu so einem Vinicius Junior würde ich jetzt aber auch nicht nö sagen, denn das wäre direkt ein Perfect Link. Wir hätten einen Linksverteidiger aus der Premier League, ein LM aus der La Liga und ein ZDM. Ich nehme Malassia mit und damit haben wir einen Linksverteidiger aus der Premier League. Es geht weiter mit dem Verteidiger. Zack, rein mit dir. Bumm, hier direkt ein Link, auch wegen Holland. Das ist auch sehr geil gewesen gerade. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich mach mal das dritte auf. Da ist immer eigentlich was Gutes drin. Nein. Bundesliga, spanische Liga, italienische Liga, aber spanische Liga, Ukrainer. Egal, ich muss die spanische Liga mitnehmen. Tsigankov wird es jetzt. Tsigankov. Der erste Spieler, der für die Offensive ist. Und ja, okay. Mit Manager hätten dann Eder Militao und er wenigstens schon mal einen Chemiepunkt. Ein bisschen Chemie müssen wir auch bekommen. Und die bekommen wir jetzt. Immer weitermachen, Freunde. Immer weitermachen, immer dranbleiben und immer dran belieben. Torwart hatten wir schon. Boah, jetzt wird's ein Bruch. Jetzt wird's ein Bruch. Ana González, 66 Tempo. Oh, okay, okay, okay. Kann die ZM? Kann die ZM? Ja, die kann ZM. Das Ding ist, man denkt, das ist doch gut, die ist auch aus der La Liga, aber die ist aus der Frauen-La Liga, das heißt, die linkt nicht zu der Männer-La Liga, Freunde. Das ist immer so ein Ding. Die Nationen linken, ja, aber die Ligen linken nicht. Und weiter, immer weitermachen, Freunde, immer weitermachen. Dani Olmo, Balde, kann er auch Rechtsverteidiger? Jawohl, das ist geil. Den nehme ich mit, über Dani Olmo, Rechtsverteidiger Balde. Warum ich mich gerade so gefreut habe, weil der Links gibt. Der gibt ihren Link, der gibt Militao Link, der gibt jeden hier Links aus der La Liga und der Spanierin. Nice, nice, nice. Jetzt brauchen wir langsame Angreifer. Stürmer wären wichtig. Wir brauchen Angreifer, mit denen wir Tore schießen können. Da ist ein Angreifer, aber aus der italienischen Liga. Was bist du aus der Saudi-Liga und auch aus der italienischen Liga? Das heißt, wir haben einen Angreifer, der aber nicht auf Chemie kommen wird. Enzola.
Enzola, ja, über dich möchte ich gar nicht reden. Aber ihr habt es ja gesehen, mit Eda Militao habe ich gezeigt, dass man gute Sachen ziehen kann. Das muss aber weiter so gehen. Nee, türkische Liga, englische Liga, Adams. Boah, es wird hier sehr schwer. Es wird hier sehr, sehr schwer für mich, Ingame zu gewinnen, sage ich. Aber ich werde gleich alles geben und dann seht ihr auch mal, wie Wakes Flakes mit einem Müllteam performt. Ob ich das kann oder nicht, werden wir gleich sehen. Oh, der kann doch LF, aber nicht RM, LM. Aber man muss die mitnehmen. Ich muss mal gucken, was mit dem machbar ist. Joeliton. Ganz einfach, wir gehen einfach in die 4-2-4 und dann haben wir doch zwei Flügelspieler, also LF und RF und zwei Stürmer. Und dann geht das doch wieder. Zack, drei Chemiepunkte. Guck mal hier. Wie gut. Und jetzt noch einen geilen Stürmer zum Abschluss. Das wäre jetzt geil. Wenigstens schon mal alle 10 Spieler auf den richtigen Positionen bis jetzt. Come on, fam. Let's go, fam. Let's go. Gonçalo Ramos. Ja, okay. Gonçalo. Warum haben ausgerechnet unsere beiden Stürmer 0 Chemiepunkte? Was soll das? Wieso? Ein Chemiepunkt. Okay, Portugiesen-Link haben wir am Start. Deswegen passt das. 17 Chemiepunkte. Was geht mit dem Manager noch? Mit dem Premier League Manager würden wir plus 2 bekommen. Wie viel mit dem League All Manager? Mit dem League All Manager würden wir plus 2 auch bekommen. Ich gehe lieber auf League All, damit wir ein bisschen vorne ein bisschen mehr Chemie haben. So, das ist unser Team. Probieren wir unser Glück mal aus. So, unser Gegner hat folgendes Team. Jo, er kommt einfach mit Van Dijk um die Ecke und so. Wie soll ich gegen Van Dijk mit dem Spieler, der 0 Chemiepunkte hat, durchkommen? Wie? Sagt mir. Ich werde es sehen, ob es irgendwie machbar ist. Wird schwer, bin ehrlich. Wird sehr, sehr schwer. Wir gehen in die sehr offensive Formation. Und dann probieren wir unser Glück aus. Ja, den habe ich abgefangen. Den habe ich gelesen. Der stand gestern in der Zeitung. Ich merke gerade, das Problem ist ja nicht, dass meine Spieler so schlecht sind, sondern dass die schlecht sind und dazu noch keine Chemie haben. Aber der Ball war hervorragend. Hervorragend. Alter, hat er den gut gespielt und gut gesehen. Gut, Baldi. Ein schneller Spieler. Ich liebe schnelle Spieler. Gut, Baldi. Und wir gehen mit 1-0 in Führung in der 30. Nice. Ja. Oh mein Gott, durchgelackt zum 2-0. Da kriegt er auch mal den Rührer. Den Gnabry-Jubel. Search. Jetzt kommen meine Spieler ein bisschen... Ja, jetzt merkt man diesen kaputt. Und seine Bräune kann einfach durchsprinten und das Tor machen. Ne? Der hat mehr Klasse als meine Spieler. Ich muss auf einen Anschlussglitch hoffen. Ja, die haben keine Kraft dafür. Kein Abseits, oder? Ja, das war kein Abseits. 3-1! Das sah mir stark nach Abseits aus. Ich habe aber so gehofft und die Hoffnung stirbt zuletzt. Was? Wie war das kein Abseits? Wer hat aufgehoben? Ich weiß es selbst nicht. Geil, 4-1. Jawohl, Deckel ist drauf. Seht ihr, man kann auch mit solchen Teams performen. 4-1 gewonnen ist nur ziemlich schwer. Man muss sich ziemlich krass konzentrieren und immer richtig, richtig zu 100% schwitzen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr aus den 75-Plus-Picks gezogen habt. Ich bin relativ zufrieden mit Eda Militao. Lasst gerne ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace.